Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist die neueste Ausgabe der Stadtschau mit Themen aus Ebern und dem Umkreis. So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder da, mit eurer Stadtschau Ebern. Genau wie die Mehlschwalben. Apropos, sind eigentlich die künstlichen Ersatznester für den Gasthof Post schon installiert? Oder ist man noch in unendlichen Verhandlungen? Wie bei der E-Ladestation am Bahnhof in Ebern. Warum gibt es kein Impfzentrum in Ebern? Jetzt müssen die Strukturen geschaffen werden, damit reibungslos geimpft werden kann, wenn der Corona-Impfstoff in ausreichender Menge kommt. Hausärzte können in ihren Praxen nur punktuell unterstützen, aber nicht flächendeckend. Und der evangelikale Verein Promission e.V. darf schon wieder im VG-Mitteilungsblatt auf sich aufmerksam machen. Mit dem Buch eines sogenannten Evangelisten. Werbung oder Schleichwerbung, unter der Rubrik Vereinsleben? Leute, Leute, vom Mitteilungsblatt. Und dann haben wir noch Kommunalpolitiker, die sich ohne Mund-Nasen-Schutz gerne in Zeitungen abgebildet sehen. Mein lieber Scholli. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken schon, wir wissen heute gar nicht, womit wir anfangen sollen. Wir nehmen uns also heute nicht ein einzelnes großes Thema vor, sondern mehrere kleine. Wir haben eine Straße, die hoffentlich bald einen anderen Namen bekommt. Wir haben sehr, sehr große Solarparks, die uns vor die Nase gesetzt werden. Und wir werden es wahrscheinlich mit Flickschusterei, statt einer Generalsanierung am Freibad zu tun bekommen. Reden wir drüber, los geht's. Gehen wir als erstes zur Nikolaus-Fei-Straße. Da schwappt die Baunacht über. Nochmal kurz zur Erinnerung, die einen wollen die Straße umbenennen wegen der Nazi-Vergangenheit von Nikolaus-Fei. Die anderen wollen die Straße nicht umbenennen. Man reibt sich verwundert die Augen. Aber hier muss sich der Bürgermeister durchsetzen. Oder wackelt er etwa schon? Man gewinnt diesen Eindruck, wenn man das Mitteilungsblatt von Mitte März 2021 liest. Für eine Umbenennung muss es auch nicht erst Herbst werden. Das geht auch früher. Macht diesem Spuk ein Ende, und zwar so bald wie möglich. Und die Verwaltung soll den Anliegern helfen, dass die Bürokratie mit den Ummeldungen so einfach wie möglich über die Bühne geht. Mit einem Verzicht auf Gebühren zum Beispiel. Weil der damalige Stadtrat hätte bei der Namensgebung vor gut 70 Jahren besser aufpassen müssen. Man kann den Anwohnern keine Gebühren für die Umbenennung abknöpfen. Und man darf wirklich mal grundsätzlich drüber nachdenken, ob Straßen überhaupt nach Leuten benannt werden müssen. Wir haben ja auch die Situation, dass wir eine Julius-Echter-Straße haben. Dieser Fürstbischof hat einerseits viele Verdienste, aber andererseits hatte er mit grausamen Hexenverfolgungen zu tun und vertrieb Juden und Protestanten aus dem Hochstift Würzburg. Doch schwenken wir zurück zum Stadtrat, sie haben es schon wieder getan, die Stadtratsmitglieder haben schon wieder nicht öffentlich getagt, obwohl dies die Gemeindeordnung in dieser Form grundsätzlich nicht erlaubt. Wenn der Stadtrat über die Namensänderung der Nikolaus-Fei-Straße nicht öffentlich Sitzung abhält, dann ist das schlicht und einfach nicht in Ordnung. Auch in Ebern gilt das Öffentlichkeitsprinzip. Und ist es nicht ein Trauerspiel, dass sich bisher, außer den Sozialdemokraten, keine Stadtratsfraktion zum Thema Nikolaus-Fei-Straße öffentlich geäußert hat? Wie ist dieses Schweigen zu interpretieren? Haben Sie keine Meinung oder fällt die so aus, dass sie nicht öffentlich kommuniziert werden kann? Auch Schweigen sagt was aus. So. Und was gibt es noch in Ebern und dem Umkreis? In Rentweinsdorf und Untermetzbach stehen sehr, sehr große neue Solaranlagen auf dem Tapet. Wir erinnern uns, dass es schon seit 2010 bei Hedendorf, mitten im Naturparkgebiet Hasberge, bereits eine Rentweinsdorfer Solaranlage gibt. Sie ist 48 Hektar groß und kann gut 3704 Personenhaushalte mit Strom versorgen. Rentweinsdorf hat gerade mal 1600 Einwohner. Jetzt wollen sie möglicherweise eine weitere Solaranlage bauen lassen, Richtung Kirchlaute. Diese soll auf 42 Hektar Fläche nochmal rund 16.000 Haushalte mit Strom versorgen können, schreibt der Fränkische Tag am 3. März. Spielt es gar keine Rolle, ob es überhaupt einen Bedarf für so viel Strom gibt? Wo ist die Bedarfsanalyse? Wo befinden sich die 20.000 Haushalte, für die ein Rentweinsdorf Strom produziert werden soll? Wer koordiniert eigentlich den Aufbau der Photovoltaik, sprich von Solaranlagen? Das müsste doch eine Aufgabe des Bundes sein, fürs ganze Land? Kein Zweifel, wir brauchen Ökostrom, aber der Ausbau der Energiewende muss einem bundesweiten Konzept folgen und sich am tatsächlichen Bedarf orientieren. Mit einem ungezügelten Wildwuchs,
mit dem sich wenige eine goldene Nase verdienen und viele Menschen die Auswirkungen und hohen Kosten tragen, setzt man vielleicht am Ende noch die Akzeptanz der Energiewende aufs Spiel. Das kann niemand wollen. Fassen wir kurz zusammen. Ein roter Faden ist nicht zu erkennen und die Größe der Anlagen ist völlig unverhältnismäßig. So, begeben wir uns zum nächsten Aufreger. 900.000 Euro sind's zu wenig fürs Freibad in Ebern. Diesen Zuschuss wollen sich die Bundestagsabgeordneten Sabine Dietmar von der SPD und Dorothee B. von der CSU jeweils an ihre Wehr heften. Da müssen die beiden noch ordentlich nachschippen. Denn die Generalsanierung des Freibads Ebern würde geschätzt 7 bis 8 Millionen kosten. Das kann sich die Stadt bekanntlich nicht leisten. Mit 900.000 Euro Zuschuss schon gar nicht. Die sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Leider nur eine durchsichtige Wahlkampfnummer, die auf die kommende Bundestagswahl abzielt. Es gibt ja auch kein fertiges Gesamtsanierungskonzept. Was es gibt, das ist eine Projektskizze für ein bisschen Sanierung. Also, bis jetzt erinnert das Ganze nur etwas an Dünnbrettbohrerei. Für den Bundestagswahlkampf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, selbstverständlich muss die Sanierung des Freibads vorangetrieben und gefördert werden. Die muss aber umfassend sein und bestens gefördert werden. Sonst bleibt das Stückwerk vor dem Bundestagswahlkampf. Was wir dabei überhaupt nicht brauchen können, ist eine Rangelei zwischen zwei weiblichen Bundestagsabgeordneten, wer das meiste Geld locker machen kann. Ich muss da, Sie mögen verzeihen, an die beiden Rivalinnen aus dem Denver Clan denken. An die Schaukämpfe zwischen Christel und Alexis Gerinken. Und, wie wir wissen, hat am Ende keiner der beiden gewonnen. Nein, wir brauchen kein Schlammgetschen, im übertragenen Sinn. Wir brauchen keine Flickschusterei, sondern ein umfassendes Sanierungskonzept für das Freibad und eine seriöse Finanzierung, ohne Wahlkampfgedöse. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir melden uns wieder im nächsten Monat. Und dann schauen Sie nochmal genauer hin, wie es mit der Situation der Eberner Schwalbenkolonie bestellt ist. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch das nächste Mal wieder zuschalten. Bis dahin.